Genau, verbrennen Schattenscheißer. So, das Kriegsskelett noch weg. Minsk stürzt dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Das können wir immer noch identifizieren. Die Pflicht, so sei es denn. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Yoshimo ist bereit. So, dann gucken wir mal, ob da noch mehr Gegner drin lauern. War ja klar, dass da noch mehr Gegner drin lauern. Das meinst du aber nicht ernst, oder Kumpel? Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich warte. Vita Mortis. Das war Minsk. Völlig wirkungslos. Keine große Herausforderung. Gucken wir mal kurz da unten rein. Baden's Geist. Oh, gnadenvoll ist es wirklich wahr, diese Frau kommt und bringt uns die Gebeine der Prophetin am Mauer. Die Entweihung hat eine Hände. Die seiten Knochen hier, die habe ich in einem Raum gefunden, wo ein Rudel Schattenwölfe daran herumnagte. Die könnt ihr gerne haben, wenn ihr wollt. Was soll das alles hier? Wer seid ihr, Geister? Und wer ist diese Amuana, deren Gebeine ich angeblich besitzen soll? Einst vor langer Zeit war dies ein Ort des Dunkels voller abscheulicher Kreaturen, die aus der Schwärze in diese Welt strömten. Amuanator eroberte diesen Ort und erfüllte ihn mit seinem Licht und vertrieb die Schatten. Der gelbe Gott errichtete hier seinen Tempel und Schutzsiegel, um die Finsternis auf ewig im Band zu halten. Einst gab es hier Priester, die seinen Namen zum Himmel emporriefen und dem Schutzsiegel Kraft gaben. Aber mit der Zeit hat unser Amornator seine Macht verloren. Die Bewohner der Sonne wurden nicht mehr verehrt wie einst und die Schutzruhen begannen schwächer zu werden. Amauna wurde in unserem Volk als junge Prophetin geboren, als Kind des Lichts, das gegen die Finsternis kämpfte, die wieder einmal in unser Land einzusickern begann. Aber es war zu spät, zu spät. Amauna wurde vom Schattenfürsten überwältigt. Wir konnten sie nicht beschützen und so nahm er ihren Körper und warf ihre Knochen den Wölfen zum Fraß vor. Ihr habt uns die Gebeine des Kindes gebracht. Ihre Schändung durch den Schattenfürsten hat nun ein Ende. Unsere Pflicht ist getan. Bitte, Amauna, vergibt uns unsere Fehler und lasst uns endlich hinübergehen. Meine Knochen wurden den Klauen der Schattenwölfe entrissen. Ich bin euch dankbar. Ben und Dad wurden ihren Pflichten enthoben und sind bereits übergetreten. Ich werde mich ihnen bald anschließen. Ich bete, dass ihr hierher gekommen seid, um einen entscheidenden Schlag gegen die Dunkelheit zu führen, die diesen Ort verschlungen hat. Eine Dunkelheit, die ich nicht besiegen konnte, als ich noch unter den Lebenden weilte. Ich war zu schwach. Aber ich habe noch ein wenig Macht. Ich habe die Macht der Aufmerksamkeit ihrer Wächter zu entgehen, wenn es notwendig werden sollte. Ich kann euch diese Macht weitergeben. Ein Schutzstein. Tragt ihn und der gefürchtete Schattendrache wird euch nicht bemerken. Wenn ihr das Untier nicht angreift und seine Aufmerksamkeit nicht auf euch zieht, seid ihr sicher. Sicher genug, um euch zumindest dem finsteren Schattenfürsten zu stellen, der seine Hand auf meinen einst leuchtenden Tempel gelegt hat. Ich werde nun gehen und wieder eins mit dem Hüter der ewigen Sonne werden. Ich schulde euch meine Freiheit und ich werde euch immer dankbar sein. Lebt, meine Freunde, lebt ein langes und schönes Leben. Möge das Licht immer siegreich bleiben. Geld. Und ja, Schattendrachenschutzstein.
Und Morgenlichtsymbol. Ein heiliges Symbol repräsentiert die Macht eines Gottes. Dieses Symbol stellt einen stilisierten Sonnenaufgang dar. Das Teil scheint ein Drittel von einem kreisförmigen Ganzen darzustellen. Ihr müsst also noch zwei weitere Teile finden, um das heilige Symbol zu vervollständigen. Der Schutzstein erschreckt ein kleines Gebiet absoluter Dunkelheit und scheint alles Licht der Umgebung in sich aufzusaugen. Die Form des Steins ist aufgrund dieser schützenden Dunkelheit nur schwer zu erkennen. Also ja, das geben wir mal Yahira. Den Schlüssel können wir behalten. Die Festungsschlüssel, die müssen wir irgendwann mal loswerden. Das können wir auch mal zu Yahira geben. Da haben wir nämlich jetzt noch Platz für die restlichen Sachen. Magie durchdringen und ziemlich cool aussehende Kugeln. Sonnensteinschleuderkugeln. Ich warte nun gut. Hi. Sprecht ihr etwa mit mir? Ja, stirb du. ...2000 für das Schattenscheusal. Und noch ein Zauber. Dass wir den da loswerden. Ja, den können wir gut verlangsamen. Gehen wir mal alles zu Minsk rüber. Können wir gerade noch was zu Minsk rüber geben? Ach, gehen wir mal Kendor die ganzen Stäbe. Das hier hier hat, das Talisa, die nicht die ganze Zeit rumschleppen muss. So. Das kann weiter an Eri. Ja, was immer ihr wünscht. Und dann Quicksave vorher, nicht, dass da eine Falle dran ist. Einmal nach und das Mittagsritual, ja, und Schleuderkugeln. Und ja, da ist eine Falle dran. Also brauche ich Yoshimo wieder hier drüben. Warum gehen wir nicht hin? Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ja, ich bin doof. Lustiger wäre es gewesen, wäre Shimo jetzt deswegen gestorben wäre. Och bitte. Bitte, bitte. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. So, so kriegt Yoshimo wenigstens nichts ab. Keine große Herausforderung. So, du hier rüber. Was braucht ihr? Leichtfüßig. Yoshimo macht das mal weg. Lindwurmruf, das. Oh ja, den Lindwurmruf, den will ich auf jeden Fall haben. Da wird dann irgendwas ausgetilgt. Feuerelementar, Erdelementar. Auflösung bestimmt nicht.
Notfall und die der tödliche Nebel auch nicht. Also Feuerelementar. Beziehungsweise Erdelementar. So, und jetzt ein Quicksave, damit das auch hier was klappt mit dem Zauber übertragen. Jawohl. Und Yoshimo gibt das mal weiter. Noch mehr Schleuderkugeln. Best mal nachladen. Gut. Die Schriftrolle stellt eine Unterweisung für das Mittagsritual des Sonnengottes am Maunatur dar. Wissen meine Kinder, dass ihr mir das Mittagsritual darbringen müsst, um meine Augen und Ohren zu erfreuen, wenn die Sonne die Wunder meiner Taten klar und strahlend darstellt und hoch am Firmament herrscht. Verändert das Ritual auf eigene Gefahr, führt es nur so aus, wie ich es dargelegt habe. Verkündet mit euren Stimmen die glorreichen Lieder zur Lobpreisung eures Herrn. Der Teil des Rituals wurde mit schwarzer Tinte übermalt. Vielleicht könnt ihr korrekt tragen, was zu tun ist, wenn ihr wüsstet, wie das Morgen- und Abendritual abläuft. Freut euch über den Ruhm des Lichts um seine und seine Herrschaft über die Dunkelheit. Amarnathus Almanach. Gesegnet sei das Licht Amarnathus. Der Tempel Amarnathus ist ein strahlendes Leuchtfeuer in den Umma-Hügeln. Amarnathur schützt uns vor dem Schatten des Bösen. Pilger kommen von nah und fern, um von der Schönheit Amarnathus gesegnet zu werden. Amarnathur ist endlos und ohne Gleichen. Doch unser Gott dient uns wohl, ist er doch unablässig in seiner Wachsamkeit gegen die Schatten. Der Tempel dient diesem Zweck auch noch einem anderen Weg. Amarnathur hindert jene, die Schatten verbreiten, auf der Erde zu wandeln. Alle und jeder, der es wagt, von der Schattenmagie zu kosten, sollen wissen, dass Amarnathur und seine höchstheiligen Diener sie aufspüren und sie im Tempel in Ketten schlagen werden. Lichtstein, Licht des Morgens und Sonnenstrahlen sind heilige Symbole, die Schüler Amarnathurs auf ihren spirituellen Reisen leiten werden. Gesegnet sei das Licht Amarnathurs. Also ja, geben wir mal die Ritualsachen alle zu ihr. Das kann zu Keldon. Verkündet die Stimme. Freut euch über den Ruhm des Lichtes und seine Herrschaft über die Dunkelheit. Geht in euch und denkt über den Sieg des Lichts über die Dunkelheit nach. Haltet das heilige Buch zur Sonne auf. Also ja, bis jetzt wissen wir nur das dritte einigermaßen. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen Ausschlussverfahren mäßig werden nachher. Ich hoffe mal, wir können den Raum auch noch auf andere Art und Weise betreten. Naja, kennen wir nicht. Ja, was immer ihr wünscht. Oh, da liegt auch noch was. Dann versuche ich erstmal wieder hier rüber hinzukommen. Okay. Ja, super. Ich bin bereit. Jawohl. Wie ihr wünscht. Da muss ich wirklich alle darüber bringen. Gut. Ich habe alle durchbringen können, oder? Ja. Die Dienerin der Natur ist bereit. Fragt nur. Vita Mortis Kaion. Ja? Vita Mortis Kaion. Vita Mortis Kaion. So, ein bisschen Heilung. Du hast noch so einen, ja, dann auf Keldon. Du hast keinen mehr, schade. Du hast auch keinen mehr, okay. Ich warte. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr?
Das war ein Schlechtigkeitsöl. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich, dass du einen Heiltrank trinkst. Gut. Ich würde aber auch mal sagen, bevor wir weitermachen, speichere ich hier. LP16 wäre das dann. LP016. Speichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.